みなさんこんにちは、りなです。今日はこちらのまるちゃん製麺を私の両親に作ってあげたいと思います。このままでじゃなくて、たくさん野菜を用意して、まあ、美味しいヘルシーな野菜ラーメンを作りたいと思います。ちなみに日本から持ってきたのは豚骨味、豚骨ラーメンです。私は豚骨ラーメン一番好きなので、これも私の両親に合うかなと思って持ってきました。じゃあ作りましょう。はい、まずは物を洗って、人参2つ、チャンピニョンマッシュルーム、チャンピオンマッシュルーム、チャンピニオンマッシュルーム普通のマッシュルームと違うの？わかんない。ネギは3つぐらいでいいでしょう。両親に新しくあげたクリスマスプレゼントの石子のナイフ、切りたいと思います。切り味いいね、タカ。手を切らない。お、大丈夫？指大丈夫？すっごい遠いよ、私の指。大丈夫ですか？指切らないように気をつけてください。これを今からこのフライパンで焼きます。めっちゃ多いよ、タカ。すっごい野菜ボリューミー豚骨ラーメンになるねになっちゃう。ちなみにここガスじゃなくて IH なので時間かかりますよ。まずは野菜を炒めていきますか。イエス。めっちゃ多いよ。でも野菜は炒めたらね、シュナッとなるからね。シュナッとな、もうシュナッとなるまで焼くと美味しくないよ。まあいい匂いしてきた。頑張れ頑張れ。そうだよ、まだ何にも手伝ってないよ。文句あります？私の手料理になっちゃうよ。タカが作ってあげるみたいな感じだったけど、俺は指示を出してます。何の指示？タカがやるよって言ってました。すっごいなんか匂いしてきたね、うん、何も入れてないのに調味料、うんうん、ひっくり返しましょうか。やめた方がいいんじゃない赤ちゃん。いや、またここかこぼしてママに怒られたら大変なことになりますからね。あ、見てたか。うわ、沸騰しちゃったね。ちょっと水入れようか。いや、なぜ沸騰して水水分飛んでるからちょっと少なくなっちゃったでしょ。塩入れる。はい、塩と胡椒。だいぶ美味しそうだったね。もうだいぶしなしなだよ。もういいんじゃないかな。まるちゃん製麺、これはここに入れるの？これはこっちに入れといて、麺茹でてから最後に入れる。オイル？うん。ママが見に来たよ。ん？大丈夫ですか？うん、わかんない。ちゃんとうまくできてますか？私も作ったことないので。はい、OK。Ist das alles? Das ist eine gute Frage. Ja. Und jetzt Nudeln. で、最後はここに麺入れて。麺を茹でていきましょうか。で？はい、入れてからどうする？2分湯がきながら茹でる。何を？はい、2分セット。で、やっぱり、はい、箸の方がいいんじゃない？そんなヘラでできる？ちょっと短めにした方がいいよね、はい、ちょっと固めの方が美味しいかも ね。準備が悪いね、レナさん。そうだよ、麺はあれで出す？3人前分けましょう。意外と多くない？半人前作りましたからね。そのお湯を入れて、すっごいいい匂いしてきたね。うん、豚骨の。最後に野菜をトッピングしていきます。うん、ただー、 das hier ist Tonkotsu Ramen. Am besten einmal nochmal umrühren. Also es ist mit Schweinebrühe gemacht und dann jetzt mit ganz viel Gemüse getoppt. Und die Nudeln, die werden immer weicher und weicher, deswegen am besten schnell essen. Mhm. Damit hier nicht so heiß wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Das ist die andere Frage. Die Japaner schlürfen ja alles. Ja, schlürfen mal vor. Ich kann das auch nicht.
Ist aber lecker. Schmeckt gut. Mhm. Oder habt ihr nur Hunger? Nein. Mhm. Gut. Also wenn man das in Japan isst, dann sind die Nudeln noch viel bissfester. Mhm. Noch fester. Mehr al dente. Also sind die jetzt schon gut. Das Problem mit den dünnen Nudeln. Ja, der Papa hat Probleme mit dünnen Nudeln. Ihr habt noch nie solche Schweinebrühe-Knochenrahmen gegessen, oder? Glaube in Japan nicht. Haben wir im Allgemeinen keinen Ramen wirklich gegessen, glaube ich. Einmal? Ja, aber es war mit so dicken Nudeln. Dann ist das Udon, nicht das Ramen. Das war Udon, gell? Ja. Genau. Das ist was anderes. Kein Ramen, glaube ich. Nein. Sehr gut. Das war nach dem Besuch ganz im Norden, wo wir waren, in Kyoto, bei dem Palast. Oboikumake. Da wo wir auch mal? Ja, ich glaube. Bambuswald? Ja. Nein? Doch. Aber es war Udon, es waren keine Ramen. Das war Udon. Jetzt die Frage, was ist der Unterschied zwischen Ramen und Udon? Udon sind diese dicken Weizennudeln und Ramen, das sind diese mehr oder weniger chinesischen Nudeln. Also Ramen kommt auch original mehr aus China und das haben die Japaner halt dann abgewandelt. Ah, okay. Schmeckt aber sehr, sehr gut. Und wo sind diese Nudeln, Soba-Nudeln? Soba-Nudeln sind Soba-Nudeln. Und für was tut man die essen? Buchweizennudeln, das ist wieder was ganz anderes. Ich will mal was mit Soba-Nudeln. Ja, das Problem ist, dass harte Soba-Nudeln nicht wirklich lecker sind. Und rohe Soba-Nudeln kriegst du hier nicht. Und die selber zu machen, das ist das Mega-Act. Deswegen musst du nach Japan kommen und dort Soba-Nudeln essen. Und kriegt man die überall? Soba-Nudeln kriegst du überall. Ah, und die? Auch. Ramen kriegst du auch überall. Und Udon auch? Auch. Da gibt es aber immer unterschiedliche Versionen, Lokale und sowas. Und was kommt normal immer rein? Alles Mögliche. Also Ramen, da hast du dann unterschiedliche Suppen. Wir haben ja jetzt diese Schweineknochenbrühe. Es gibt aber auch mit Miso oder mit Sojasauce oder mit Hühnchenbrühe-Basis. Oder wirklich, je nachdem, wo du bist, ist es ganz unterschiedlich. Und auch mit dem Topping ist es ganz unterschiedlich. Ich meine, wir haben ja jetzt Gemüsetopping, aber meistens ist es irgendwie so ein Schweinefleisch, Braten, Scheiben, Gedöns. Mit drin Stücke, oder nicht? Genau. So flache Stückchen. Ja, Scheiben. Ihr esst und esst und esst. Es scheint also zu schmecken. Sehr schön. Schmeckt sehr gut. Ich glaube, das ist eine Frage der Präsentation. Warum? Weil ich nicht weiß, ob die so viel bessere Qualität sind als das, was wir euch das letzte Mal in Cups gegeben haben. Also der Geschmack von der Suppe ist sehr lecker. Ja. Ist wirklich sehr gut. Zumindest für unseren Gaumen, sage ich mal. Vielleicht war die andere Suppe irgendwie zu viel anders gewürzt, so, dass es uns eben nicht an irgendwas erinnert, was wir schon kennen. Und die Suppe erinnert mich einfach an gute Suppe. Gute Suppe. Wirklich gut. Ich mag so Tonkotsu-Ramen auch am allerliebsten. Ist gut. Ich habe auch Lust drauf. Es ist Winter. Ja, im Winter will man so. Es ist schön warm. Probier mal nur von der Suppe mit dem Löffel und dann sag mal, wie es schmeckt. Sehr lecker. Ist gut. Nach was schmeckt's? Schön. Es hat einen leckeren Geschmack einfach. Es ist nicht zu salzig. Okay. Wie eine gute Brühe eben. Nicht zu fettig. Nein. Ist gut. Papa. Sehr lecker. Kann man nichts sagen. Ja, wenn du mir die vorgesetzt hättest, einfach so, ohne mir zu sagen, dass es irgendwas Japanisches ist, hatte ich gesagt, ja, gute Suppe. Genau. Wie hast du die gemacht? Gar nicht so japanisch. Nein. Nein. Das ist eine ganz schön gute Portion, oder? Ja, extrem viel. Schon viel. Fängt es mir nämlich auch gerade. Viel Nudeln. Sehr lecker, die du dir Mecha, mecha, euch. とても美味しい。もうちょっとなんかここがあんまり好きじゃないとか意見あるかなと思ったけど、もう完全に美味しい美味しい美味しいだね。Was halt so gut ist, es ist halt mal wieder eine Suppe. Wir hatten so viel schweres Essen die letzte Zeit und das tut einfach gut, so eine leichte Suppe. Leichte Suppe? Das ist eine schwere Suppe. Nein, echt. Für mich ist das eine leichte Suppe. So, so. Schwere Nudelsuppe.豚骨ラーメンが良かったのかな。レナだから豚骨ラーメン一番好きじゃん。あ、そうそう。これが醤油とか塩とか味噌ラーメンとかだったらまた感想は変わってるかもね。そう。だから前回のカップラーメンを飲んだ時に
つまらないと言ってて、味があんまりない、うん、薄い、うん、だから豚骨は濃いから、うん、そうだね。Habe mich drauf gefreut und es schmeckt echt gut. Sehr schön. Mhm. Und wie findest du unser wunderbares, selbst angeröstetes Gemüse? Gut. Mhm. Es ist nicht zu, passt gut dazu. Nicht zu durch. Und mit der Karotte und mit den Pilzen schmeckt es sehr gut. Ja. In Japan kriegst du kein so ein Gemüse. Nein? Eher anders. Wie denn? Mehr so Sachen, die du halt hier nicht kriegst. Also so. Also da kommt so ein schwarzes Zeug, das gibt. Gibt es hier auch manchmal beim chinesischen, in den Fry-Gerichten, diese schwarzen Dinger, die so ein bisschen... Samen? Nein, nein, so große Teile, schwarz, so dünn... Pilze? Pilzartiges, ja. Mu'er. Mu'er? Keine Ahnung. Mu'er ist ein Pilz. Bambussprossen. Mhm. Memma, ne? Mhm. Und dann eben Fleisch und Frühlingszwiebeln, Ei, auch oft. Hier ist kein Ei drin, ne? Ja, Tamago, was ist da? Ah, Hanjo. Ja, ein Ei wäre schon mal interessant gewesen. Ja, haben wir vergessen. Jetzt will ich sagen. Oh, Taka. Lena. Aber Nori doch auch mal drin, ne? Ach so, und Nori ist auch manchmal drin, so als ganzes Blatt. Das mag ich auch gern. Lecker. Und wie heißen diese komischen weißen, langstieligen, kleinen Pilze? Mhm. Shiitake oder so ähnlich? Nein, nein. Shiitake sind die großen, runden. Die langen... Dünnen. Shimeji. Chigau. Enoki. Dotchi ga dotchi? Enoki war hossoi, sa. Shiroi. Enoki? Enoki. Enoki. Ma, hatte Benishouga kamo ireru kara ne. Kore wa demo watashi mo tabeta koto nai tomo. Benishouga ireru yo. Jetzt habt ihr zum allerersten Mal hier Ramen gegessen, aber in Japan gibt es natürlich noch ganz viele andere Arten und das echte Tonkotsu-Ramen ist nochmal 10-mal so gut wie das hier. Also würde ich vorschlagen, wenn ihr das nächste Mal nach Japan kommt, dann nehmen wir euch ganz viel zum Ramen essen mit. Das ist sehr schön, ja. Wenn es nicht zu heiß ist, ja. Ach so. Also die Japaner essen das ganze Jahr über Ramen. Ja. Denen ist das egal. Gibt es auch kalt? Nee, Ramen gibt es nicht kalt. Ah, okay. Also es gibt so ein paar Arten, Nudelarten, die auch kalt serviert werden. Aber Ramen jetzt ist nicht. Nein. Was ist es denn? Es gibt kalte Soba, es gibt kalte Udon und es gibt andere kalte chinesische Nudeln. Sehr nächstes lecker. Mal Japan-Ramen. Ja. Sehr schön. Ja, alles. Daumen hoch. Ja, sehr gut. Wenn diese Video interessant war, dann drückt den Abonnieren-Button. Meine Eltern haben auch diesen Ramen-Button gedrückt. Channel 登録もよろしくお願いします。Darf ich jetzt endlich in Ruhe weiter essen? Ja. ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバイ。